So, meine kleinen Popelessen-Kinder. Aber bei den folgenden Worten sollte man jetzt genau zuhören, was Meister Gamer denn eigentlich für ein herzensguter Mensch ist. Er hat im privaten Raum ein echt großes Problem. Und ich sag mal, wenn ich den Meister Gamer nicht gehabt hätte, da würde ich heute nicht so darüber stehen. Wir haben in Tränen gelacht, sind fast gestorben, weil wir keine Luft mehr bekamen, mussten uns jeden Tag den Schlüppi wechseln, weil wir eingepingelt haben vor Lachen. Nun, die Wörter gehen jetzt ganz besonders an dich, Meister Gamer. Ich möchte mich wirklich bei dir vom tiefsten Herzen bedanken. Wenn du jetzt mehr Scripted Comedy aus dem Fenster scheißt, kriegt ihr, hier gibt's auch ein Fenster. Ich meine, es hört dann zwar nur die Nachbarn. Ey, wenn ihr was aus dem Fenster schreibt, dann seid ihr in seinem neuen Intro. Echt? Echt mehr Scripted! Er abonniert Rainbow 59! Habe die Ehre, Leute. Und heute hat der werte Filmscube Geburtstag. Als erstes mal alles Gute zum Geburtstag. An alle, die sich jetzt fragen, aber Meister Gamer, wer ist denn der Filmscube? Runter von meinem Kanal. Vielleicht haben es sich ja noch ein paar gemerkt oder mitbekommen, ich habe letztes Jahr am 31.12. ein Video über mein ganzes Jahr 2018 gemacht. Und ja, vielleicht hat man es gesehen. Das Video ist ein bisschen länger als meine gewöhnlichen Videos. Aber das liegt daran, dass dieser Junge, der heute Geburtstag hat, einfach 10 Minuten für sich eingenommen hat. Aber das nicht im negativen Sinne. Das Video war wirklich mega nice. Hier nochmal ein paar Einschnitte. Nun, ein Monat nach der Aufnahme schrieb der Meister Gamer mich doch an, ob wir denn nicht mal talken wollen. Hä, nett wie ich bin, sagte ich, können wir. Na gut, anderes Thema. Let's talk about sex. Und ja, heute bekommt er das zurück. Nur, dass mein Video nicht 10 Minuten geht. Aber um jetzt mal Real Talk rauszuhauen, an alle, die Filmscube jetzt wirklich nicht kennen, runter von meinem Kanal. Filmscube ist die Person, die am meisten von allen je in meiner YouTube-Laufbahn geholfen hat. Aber mal zum Anfang. Wir haben uns damals kennengelernt, da ich damals ein Team gesucht habe und dazu ein Video gemacht habe und darunter hat er sich halt eben beworben. Ich lud ihn dann auch in mein Team ein und dann hatten wir anfangs eher weniger Kontakt, aber dann... krasser Effekt, oder? Nein, tschüss. Auf jeden Fall haben wir dann so viel geredet und so viel Zeit verbracht, wie ich es mit echt wenig in meinem Leben gemacht habe. Echt traurig, Alter. Wir haben auch so viele Insider geboren, wie Bunny oder Oder ich gehe mich ritzen. Und ich will mich ritzen. Und noch viele, viele, viele mehr. Was auch krass ist, wir haben einfach so fett unseren geilen Humor geteilt mit den Leuten, wie zum Beispiel in diesem Video hier. Und dann ich so, Pause, und dann so, One Cola, please. Solche Videos sind meiner Meinung nach einfach die lustigsten auf YouTube, no joke jetzt. Und vor allem, weil ich dabei bin. So eine Er hat mir auch damals Fortnite beigebracht. Ach, hier sprintet man. Ja, mit Schiff. Frag lieber nicht, was ich gerade die ganze Zeit gedrückt habe. Und das habe ich dann so schnell wie es ging wieder deinstalliert. Ich durfte seinen Scheißhaufen Markus kennenlernen und mit ihm Fridolin erfinden, zeugen. Mach ein Haus für Markus Haustier. Fridolin. Das ist der Ziegenkot. Zum Ball. Und ich habe auch schon Videos über ihn gemacht. Also im Großen und Ganzen eine sehr innige Freundschaft, würde der ein oder andere behaupten. Nein, aber jetzt mal Real Talk, Freunde. Ohne Filmscube wäre mein Kanal definitiv nicht, was er jetzt ist. Was einige gar nicht wissen ist, Filmscube produziert einen großen Teil meiner Hintergrundmusik und ist auch noch mein Kameramann. Ja, genau, Kameramann. Ich mache das nicht mit diesem Replay-Mod-Scheiß. Ich habe mich damals dazu entschieden, ihn als Kameramann einzustellen, da er einfach das bessere und geilere TP dazu hatte. Ich meine, vergleich die Kameraqualität von jetzt und mit damals. Ohne Filmscube hätte ich jetzt das. Und allgemein ist er auch einfach der Beste für diesen Job. Obwohl mein Team manchmal durchgehend Scheiße baut am Set, bleibt er immer ruhig und meistert seinen Job perfekt. Obwohl er sich danach immer bei mir aufregt, aber... Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass er die ganzen Clips, die wir drehen, auch noch für mich zusammenschneidet, damit ich es leichter beim Schneiden habe. Was auch nicht selbstverständlich ist, dass er auch noch mega krass aufwendige Outtakes auf seinem Kanal hochlädt. Ich mache nicht nur gefühlt, sondern eigentlich safe diesen Kanal mit Filmscube zusammen. Deshalb, Leute, würde mich mega freuen, wenn ihr einfach zu Filmscube auf seinen Kanal geht und ihm einfach mal unter sein neues Video alles Gute zum Geburtstag wünscht. Ihr müsst ihn auch nicht abonnieren, nur es würde mich halt mega freuen. Sein Kanallink ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und das geht jetzt auch mal an dich, Filmscube. Alles Gute zum Geburtstag und wirklich danke für die Zeit, in der du mich unterstützt hast. Mit dir konnte man wirklich immer lachen. Du hast mich bei meinen Videos unterstützt. Du hast mich mental unterstützt, obwohl du es gar nicht wusstest. Ich sag nur letztes Jahr August. Du warst einfach für mich da. Und ich hoffe, dass wir im Jahr 2020 und dieses Jahr auch noch sehr viele coole Erlebnisse miteinander erleben dürfen. Deshalb alles Gute zum Geburtstag, Filmscube, und viel Spaß mit diesem kleinen Best-of.
like somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Oh, super genial. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Mr. Filmski, full deal, man. Filmscube! Hallo Filmscube! Filmscube, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Lieber Filmscube. Filmscube, ich hab gehört, du hast Geburtstag, deswegen alles Gute. Mach geile Videos. Mach ein geiler Typ. Du kennst mich, ich bin der Lucky Slender aus Meister Gamers Team. Ich wünsche dir heute alles Gute zu deinem Geburtstag. Filmscube, du alle Sorge, alles Gute. Gute Filmscube. Oder sollte ich dich lieber bin? Markus. Und von mir aus wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Jo, Filmski, alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Weiß nicht, wie alt du geworden bist? Ist kein Problem. Mach weiter nice Videos. Ich hab vorhin reingeschaut und dachte mir, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Mach weiter mit deinen Blöckchen-Spielvideos, weil die sind echt cool und so. Und wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Happy Birthday. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Meine Mutter. In your head. Give me my heart back, somebody stole it.